Sind Veganer die verantwortungsvolleren Menschen? Ich bin da drauf gekommen, weil ich so ein bisschen durch eure Kommentare und Nachrichten immer wieder durchscrolle und ich kriege immer wieder Nachrichten und da sind auch Nachrichten von Veganern da. Und das haben wir gedacht, ich setze mich da mal her und plaudere mit euch. Übrigens da, das schaut so aus wie so, weiß ich nicht, was für Raum ist, das ist eigentlich ganz simpel. Ich habe da so ein Rollo, das ist so ganz ein riesengroßes Papier, so ein dickes Papier, so ein Karton. Und den kann man runterlassen und damit schaut es, man kann es gar nicht mehr einordnen, wo das herkommt. Das mache ich, weil man will nicht immer die Menschen zu sich in die Wohnung lassen. Gestern habe ich einen Fernsehauftritt gehabt, genau so, über die Kamera. Und da habe ich gedacht, jetzt setze ich mich her und plaudere mit euch über dieses Thema. In meiner Community, wie gesagt, bin ich ein bisschen herumgesurft. Das ist übrigens eine Wahnsinns-Community. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video über Jugendlichkeit euch gezeigt. Und da habe ich euch aufgefordert, wer es kann, soll bitte ein Video posten, wie er an seinen Zehen lutschen kann. Ich war überwältigt, wie viele Videos ich bekommen habe. Einige sind sogar in den Kommentarspalten, die meisten sind natürlich als Privatnachricht gekommen. Männer und Frauen, hey Leute, nicht Kinder, sondern Leute im mittleren Alter können das noch. Unglaublich begeistert. Erstens wegen der körperlichen Beweglichkeit, das ist ja Hammer, was ihr könnt, ich kann es nicht. Aber vor allem auch, dass ihr so offen seid und das einfach ein Video von euch macht und zackt. Das freut mich einfach, dass wir uns in dieser Offenheit treffen, weil ich bin ja ganz offen und ihr seid es auch. Wir sind doch kein Posing-Kanal, ja? Kein Kanal, wo jeder meint, er muss sich schön zeigen, sondern ja, wir halten den Ball flach. Da müssen wir mal ein Video drüber machen, ja? Warum es so wenig Aggressivität in meinem Kanal gibt. Da habe ich ein paar Gedanken dazu. Ist ganz toll. Bin total happy mit euch. Aber jetzt zu den Veganern. Also es gibt immer wieder Leute, die mich auffordern, ich soll doch was zu Veganern sagen und ich soll da ein Video über Veganer machen. Und da denke ich mir immer, das ist ein Kanal, der sich um Körpersprache dreht. Ja? Ihr wisst, es ist eine Body Language Community, wo es um Wirkung geht, Gestik, Mimik, Bewegungen und so weiter. Und dann fordern mich Veganer auf, sag doch was über Veganer. Und da denke ich mir, offensichtlich fordern die ja nicht nur mich auf, sondern die fordern mehr auf. Weil wie kommt man beim Körpersprache-Kanal drauf, über Vegane ein Video sehen zu wollen? Und ich habe mir dann gedacht, da steckt mehr dahinter, nämlich ein Ort von Missionierungsauftrag, ein Ort von wir müssen unsere Botschaft in die Welt bringen. Da gibt es ja den Witz, woran erkennt man einen Veganer, weil er es dir sagt. Und das ist etwas, was mir zu denken gibt. Das ist offensichtlich gibt es Menschen, die haben sich für eine vegane Lebensweise entschieden und das ist jedem Menschen unbenommen, ja. Der Punkt ist, vielleicht ist es besser, ich weiß es nicht, vielleicht schont es die Ressourcen. Ich weiß es nicht, man muss immer aufpassen, da geht es ja auch darum, wie viel Ressourcen braucht es, um vegane Nahrungsmittel herzustellen, düngen und ich weiß es nicht. Es ist nicht so einfach, also nicht, dass man glaubt, es ist immer die nur weil es noch bio ausschaut, ist es schon besser. Es zählt immer die Ökobilanz. Ja? Das heißt, von ganz Anfang bis ganz Ende, also bis zum Abbau der Produkte, was braucht mehr? Und da verbrennen wir Hobbywissenschaftler uns sehr oft die Finger. Ihr würdet staunen, was von der Ökobilanz besser ist als zum Beispiel Jutebeutel oder Baumwollbeutel. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen zu den Veganern oder bleiben bei den Veganern. Das Thema ist, wenn sich jemand dazu entschieden hat, dann hat er das aus verschiedenen Gründen gemacht, vielleicht weil er keine Tierquälerei will, vielleicht weil er eben eine bessere Ökobilanz will, weil er für seinen Körper was Gutes tun will. Und ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, um wirklich zu wissen, ob das tatsächlich besser ist. Bitte sagt es mir gern. Ist die vegane Lebensweise verantwortungsvoller sich selber und der Welt gegenüber? Warum ich reden will drüber, ist der moralische Zeigefinger.
Nämlich dieses, unter jedem Post im Instagram drunter Hashtag vegan drunter zu schreiben. Oder ich bin Veganer oder was weiß ich, bei Posts immer wieder darauf hinzuweisen, ich bin vegan. Das ist ja, Leute, wenn wir uns für eine Gruppe entschieden haben im großen Rudel Menschheit und dann immer noch außen zeigen, ich gehöre zu der Gruppe, hat das zwei Folgen. Die erste Gruppe ist, du zeigst, du gehörst zu der Gruppe dazu, aber du sagst allen anderen auch, ihr gehört nicht dazu. Und in vielen Gruppen sagt man damit, wir seien ein bisschen besser. Oder wir seien etwas ganz was Besonderes. Oder wir sind moralisch integer. Und damit habe ich echt ein Problem, das muss ich tatsächlich sagen. Ich habe nichts gegen deine Lebensweise oder gegen irgendeines Menschen Lebensweise. Aber ich will den moralischen Zeigefinger nicht haben. Und jeder, der bei mir im Seminar war, weiß ganz genau, da gibt es manche Menschen, die total elegant in der Körpersprache sein, die einfach ein Talent haben, sich schnell Dinge umzusetzen. Und da gibt es Menschen, die tun sich einfach schwerer. Die tun sich einfach schwerer, wenn ich einfach sage, lass die Hand da draußen stehen. Jetzt zieht die Hand immer wieder rein, weil es halt schwierig ist, das stehen zu lassen. Und wenn da irgendjemand anderer hergeht und so quasi mit moralischen, mit erhobenen Zeigefinger den Leuten erklärt, dass das jetzt nicht ein bisschen tollpatschig ist, was sie machen, da bin ich auch wahnsinnig empfindlich, was das anbelangt. Wir müssen echt aufpassen, dass wir gehören immer wieder zu einer Minderheit, dass wir als Minderheit nicht immer den moralischen Zeigefinger nach oben heben. Und da meine ich jetzt an, was seht, das geht in die ganze Gesellschaft. Das ist die Mitte der Gesellschaft. Die Mitte sind immer so, die gemäßigt sein. Ich glaube ja, meine Community ist relativ gemäßigt. Wir sind fast ein bisschen langweilig. Ja, bei uns gibt es wenig Extreme auf der linken Seite, wenig Extreme auf der rechten Seite. Und da bin ich eigentlich ganz happy. Weil ich glaube, ich zähle mich auch dazu. Aber was zum Beispiel Steven Pinker, der kanadische Forscher, ganz stark beschreibt, ist, dass beide Seiten gleich intolerant sind. Also die Rechten, Konservativen und nur unsere Lebensweise und Familie war so und keine Ausländer und so, die sind sehr intolerant gegen andere. Aber das Interessante ist, was Forschungen belegen, ist die Linke, die sich diese Liberalität, diese Freiheitsliebe auf die Fahnen heftet, ist genauso intolerant. Und zwar intolerant gegen alle Menschen, die nicht gleich denken wie sie. Und das ist einfach bedenklich. Und das bringt mich einfach zurück auf die Veganer. Weißt du, was ich meine? Wenn du das so willst, dann ist es völlig okay. Aber schau nicht auf die Leute, die es nicht wollen, mit diesem Blick dorthin. Mit diesem, ich habe einmal Fleisch gegessen. Jetzt brauche ich es ja nicht mehr. Also was so dieses... Und damit, das kommt nur bei einer Zielgruppe gut an, nämlich bei der, die genauso lebt. Alle anderen fühlen sich davon im besten Fall ein wenig zurückgestoßen. Im meisten Fall denken sie sich, und das ist der Punkt, den ich meine, vielleicht habe ich mir jetzt ein bisschen unbeliebt gemacht, aber ich muss es einfach sagen, nachdem ich immer wieder, magst du nicht mal was dazu machen, gesagt kriegst. Ich halte es einfach für wahnsinnig gefährlich, wenn wir in der Gesellschaft immer glauben, wir sind es, und alle anderen sind es nicht so. Das hat man doch jetzt auch gemerkt, wenn es darum geht, dass Europa zusammenhält und dem Süden hilft. Ja, wenn man dann so, egal jetzt aus welchem EU-Land man kommt, aber wenn man halt den anderen so quasi schulmeistert, wie es eigentlich geht und so gönnerhaft denen was gibt. Ja, es gibt halt immer wieder Gegenden, Gruppen von Menschen, die strukturschwächer sind, wo man ein bisschen unterstützen muss und so weiter. Aber immer so dieses, wir sind die moralische Instanz und wir sind schon ein bisschen weiter wie ihr alle, da bin ich wahnsinnig empfindlich. Da bin ich echt, ich glaube auch, dass das jeglichen körpersprachlichen Gedanken widerspricht, weil wir kommen alle vom gleichen Erbe. Ja? Wir kommen alle aus Afrika, irgendwo Subsahara, südlich der Sahara, kämen wir alle her. Und dann sind wir Richtung Norden und haben uns da irgendwo im Nahen Osten, da haben wir uns dann zerteilt oder geteilt. Ein paar sind Osten und dann weiter nach Amerika rüber, vor vielen tausend Jahren, 50, 60, 70.000 Jahren, und andere sind nach Europa weitergegangen. Und da haben wir uns dann mit den Neandertalern, die Neandertaler sind in unserem genetischen Code aufgegangen und so. Also wir kommen ja alle vom Gleichen. Also ich meine, was ist denn das, dass wir dem anderen immer vermitteln wollen, wir sind ein bisschen besser. Und das merkst du immer an der Körpersprache. So immer, ich kann es ein bisschen besser. Und ich habe jetzt heute nur über die Veganer gesprochen. Mir liegt es echt am Herzen, über mehrere kleine Grüppchen einmal zu sprechen. Und ich nehme mich selber nie aus. Ich kenne mich auch zu einer Gruppe. Und ich kann mich immer nur selber
selber dran packen, dass ich nicht irgendwann so daherkomme und sage, ich weiß es ein bisschen besser. Jeder, der bei mir schon dabei war, egal wo, mir ist jegliches oberlehrerhafte Getue völlig fremd. Nur weil ich mich seit über 20 Jahren mit dem beschäftige, da darf ich doch nicht jemanden von oben herab betrachten, weil er es eben nicht tut oder weil er es nicht so wichtig erachtet wie ich. Ich glaube, das Leben ist so bunt und so vielfältig und wir leben davon, dass es einfach ein paar Menschen gibt, die sich mit einer Sache wahnsinnig viel beschäftigt haben, zum Beispiel Veganer. Und wir können uns davon inspirieren lassen. Aber wenn wir uns nicht inspirieren lassen wollen, darf derjenige, der Experte in der Sache ist, nicht auf die anderen sagen, naja, du hast es einfach nur nicht gecheckt. Jetzt bin ich neugierig, was ihr zu meinen Gedanken dazu sagt, wie ihr das empfindet. Und wenn euch das gefallen hat, schreibt bitte gerne Kommentare. Ich lese sie wahnsinnig gerne, ich antworte gerne. Gerne einen Daumen nach oben. Sagt es mir auch gerne, wenn euch was nicht passt. Und teilt es gerne an Leute, die das auch interessiert. Ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Und ich komme wieder mit neuen Gedankenspaziergängen.